Hey, wunderschön, dass ihr da seid. Mal wieder eine kleine Neuheit. Jetzt mache ich eine Mischung aus meinen Computer-Playbacks und meinen Loopstation-Playbacks. Viel Spaß! Thank you.
Drache, Drache, schau mir in die Fresse, voila. Ey, so eine Schrein-Dixon. Alle Tricks da, ich stell mir das böseste Ding vor, entwickel Liebe dafür. Und wir tanzen und der Regenbogen wird gepfurzt. Ey, ich surf ihn, ich surf ihn. Welle übernimmt, tot, ich scheiß drauf, Überdimension. Switch auf alles, extra Spiel, Warp Zone. Programm gehackt, Leben, was willst du, Mann? Ich einsam guck in den Himmel, nur ich und die Natur. Ey, Zivilisation, ey, Vergangenheit. Ey, Dimension von Befangenheit, ey, ich einfach nur da. Spritzt, zirkuliert, wächst, sät sich neu aus. Virus, Emanzipation des Dings. Sprudel, Sprudel, Weltkugel, all komisch Dingsbums in meinen kleinsten Bakterien, Mikroben, Molekülen. Was ist um das Atomkern-Dings? Ihr wisst, was ich meine, oder wenn ich scheiße schau drauf, Baller. Thank you.
Na gut, jetzt muss ich andere Sachen machen, immer wieder Aktivisten-Scheiß. Jetzt müssen wir Prozess schreiben wegen irgendwie. Mein Kollege will, er meint, und ich schließe es nicht aus und deswegen helfe ich ihm. Er meint, die Mikrochips werden gespritzt durch die Impfung. Jetzt wollen wir die Gerichte anschreiben. Wollen Sie über diesen Umstand zur Kenntnis tragen? Kennen Sie bestimmt noch nicht die Verschwörungstheorie. Die sollen Sie kennenlernen, dann können Sie nach bestem Wissen und Gewissen ablehnen. Werden natürlich eh drauf scheißen. Viel zu viel Angst haben vor allem. Aber dann können Sie es nach selber entscheiden, denkt sich mein Kumpel. Und ich denke mir, interessanter Plan. Ja, schade, ich muss mehr lang jammen, weil sonst komme ich noch mehr aus der Übung, mache immer mehr Fehler. Aber jetzt hat echt die Loopstation mich beschissen, glaube ich. Die Arme war überfordert, hoffe ich. Keine bleibenden Schäden, hoffe ich. Ups, ja, ich packe hier alles ein, weil ich doch so ein gewissenhafter Typ bin. Lege euch mal kurz hin. Dann putze ich noch mein Saxophon. Vielleicht fällt mir ein Plausch ein. Da bin ich wieder. Mundharmonika auch ausschütteln. Kommt in die geile Plastiktüte, upcycled. Der manchmal, wenn dann einfach hier so alles rumliegt. Letztens habe ich einen Schluck Wasser getrunken aus so einer Tasse, die noch da rumstand. Es hat sehr nach halt so nach Kohle-Asche-Scheiß geschmeckt. Und der Computer ist jedes Mal neu vollgestaubt. Nur, das sind die Sachen, wenn man hier so lebt. Mit Ofen etc. Naja. Und wie geht's euch so? Ihr will immer einseitig von mir reden. Ich kann jetzt hier mal so hinstellen. Das habe ich gestern schon gelernt. Puh, Kamera umfällt. Hey, Feuer läuft noch. Puh, ja, nicht selbstverständlich in sein ganz authentisches Ich zu gleiten, wenn man so viele verschiedene Ansätze
inne hat, wie man sich zeigen kann. Ob man jetzt die Hater bedenkt oder seine mangelnde musikalische Leistung oder irgendwelche Tussis, die man hofft zu beeindrucken, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also ich bin auf dieser geheimnisvollen Plattform, weil dieses Video jetzt auch auf der gewöhnlichen Plattform, wie sie YouTube nennt, bin noch auf einer anderen Plattform, über die darf ich nicht mehr ganz explizit ausdrücklich reden. Aber so interessant machen kann ich schon, also interessante Sachverhalte. Das ist eine Plattform, die hat mit Gewalt und Unterhaltung und Sexualität und krassem Humor und um die Ecke denken und sonst viel zu tun. Und ich lade da meine Musik hoch und habe mehr Reaktionen als hier bei euch auf YouTube, aber immer mehr Abonnenten, langsam, kann ich von dieser Plattform hierher ziehen. Und auf dieser Plattform habe ich unter anderem, weil ich es nicht besser wusste, da sind nämlich ein paar weibliche Userinnen, die ihre Sexualität dort ausbreiten. Habe ich auch meine Sexualität dort ausgebreitet. Ein lustiges Wix-Video habe ich gemacht. Das war halbwegs ungewöhnlich scheinbar. Und jetzt, nachdem ich viele Musikvideos gemacht habe und dafür auch sehr verständnislose und verständnisvolle Reaktionen gekriegt habe, heute habe ich ein Weihnachtslied hochgeladen, Jingle Bells in Moll. Da haben sie besonders gut reagiert, also was heißt besonders, verglichen mit den letzten Reaktionen. Und da hat sich jemand gewünscht, ich soll doch wieder ein Wix-Video machen und dabei einfach über meine Eindrücke dieser Plattform reden. Da fand ich das eine gute Idee. Und dann kann ich auch mal eine sehr ökologische Variante des Samenmeguss zeigen. Schön, dass ich das hier schon mal so vorbewerbe. Jeder hat so seine Nische. Ja, dann merke ich, wie der Übermut wieder sprudelt. Das ist günstig. Der Übermut, der kleine Bruder der Manie. Wenn die Mischung aus Kontrolle und Freiheit freidreht, meine Freunde und Innen, dann ist es krass mit der Energie. So soll es sein. Ja. Ja. Ja, dann werde ich gleich mit meinem Hofmentor telefonieren. Und dann werden wir diese ganze. Weil es ja so, ich erzähle euch mal den kleinen Einblick, den ich habe. Also seit ich 16 bin, habe ich von meinen Eltern das Buch gekriegt oder halt mitgelesen. Die haben es auch gelesen. Jan van Helsing. Geheimgesellschaft und ihre Macht im 20. oder 21. Jahrhundert, weiß ich nicht mehr. Und dann war so, bis ich 33, 34 war, war es quasi die einzige Option, dass halt alles so Verschwörungstheorien, Illuminati, Freimaurer, Club of Rome, wie sie alle heißen. Und ich war halt insofern fanatisch, als ich einfach ausgeschlossen habe, dass es auch alles andere Erklärungen geben kann. Dann hatte ich eine wundervolle Beziehung mit Dingsbums. Und da wurde mir dann, konnte ich mich einlassen auf die Möglichkeit, die Menschen sind strange genug oder könnten strange genug sein und die Umstände sind komplex genug und unabhängig von jeder Verschwörungstheorie, wenn man sich einfach nur durchliest, welche Getränke, Marken alle Coca-Cola gehören und wenn man sich dann einfach das ganz normale, offizielle Wissen über Nestles Bemühungen, Trinkwasser zu privatisieren, reinfährt und so weiter, dann braucht man, dann ist es so schon unglaublich crazy genug, dass man die Verschwörungstheorien nicht wirklich braucht, aber sie sind deswegen immer noch sau faszinierend. Und ich wäre irgendwie überrascht, wenn nichts dran wäre. Aber natürlich nicht, oder was heißt natürlich nicht? Also ich finde sowieso am fairsten, wenn man jede Realität gleichzeitig gelten lässt. Das mit dem Weihnachtsmann, dem Osterhasen und dem Gott auf der Wolke ist besonders herausfordernd aus meiner Sicht. Da merke ich, wie ich teilweise Sachen ausschließe. Na gut, aber zurück zum Thema vielleicht. Sorry, wenn ich so ungebündelt baller. Also laut der Bibel 666, die Zahl des Tieres. Ohne die kann keiner mehr Handel treiben. Und der Barcode ist wohl auch 666. Ich weiß nicht wie genau, aber der basiert darauf. Kann man sich mal informieren. Vielleicht stimmt es auch nicht.
Und der aktuelle Plan ist wohl, die eine Theorie ist, also wie gesagt, ich bin einfach nur aufgeschlossen und fühle mich rein und schließe nichts aus und schaue, was bei rauskommt, dass zum Beispiel durch eine Corona-Impfung irgendwelche Nanobots und der Mikrochip eingespritzt werden in die Blutbahn und auf die Art, abgesehen von der ja, von einer Tätowierung mit dem Barcode, die ist vielleicht auch noch angedacht, aber vielleicht ist sie gar nicht nötig. Weil ich nochmal euch beim nächsten Mal erzählen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal sowas mache. Ich komme gleich noch zu der Engel, die mir gerade eingefallen ist. Jedenfalls, ja, dann ist halt jeder auch erfasst im Supercomputer. Alles ist kontrolliert, wo man ist, wie viel Geld man hat oder wie viel Zahlungskraft. Ja. Ja, und also als ich mir halt in meiner letzten Phase so mit 34 hart Verschwörungstheorien auf YouTube angeschaut habe, habe ich mir gedacht, wieso sollte jemand eine Verschwörungstheorie erzählen, an die er nicht glaubt? Wieso sollte jemand behaupten, irgendwas recherchiert zu haben? Dann habe ich mir gedacht, naja, andererseits kann man sich das halt alles ausdenken, kriegt im besten Fall Klicks, kann irgendwelche Bücher verkaufen, mit denen man eventuell Geld verdient und kann das halt alles fantasieren. Und laut diesem einen Typen, der Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat, der hat auch so ein anderes Buch geschrieben mit so einem Detektiv, der einfach nur irgendwas macht und weil alles verbunden ist, hat das sowieso immer auch Bezug zu seinem Fall und er braucht gar nicht irgendjemanden krass beschatten, er macht einfach irgendwas und folgt seinem Gefühl und dann kriegt er letzten Endes die Antworten, die er in einem bestimmten Fall, für den er engagiert ist. Ja. Also ich glaube, so ist meine Erinnerung und ich hoffe, ich muss den Satz nicht grammatikalisch zu Ende führen, weil das kann ich gerade nicht. Ja, und das Saxophon ist auch geputzt. Ja, und jetzt mache ich halt meinen eigenen Verschwörungsscheiß, den ich mir nicht ausgedacht habe, sondern wo ich einfach nur wiedergebe. Und ich kann echt empfehlen, ich erzähle nochmal eine andere Engel. Also 2014 waren so Montagsdemonstrationen wieder in Berlin, wahrscheinlich in ganz Deutschland. Da ging es um Frieden, habe ich Ken Jebsen geguckt. Habe ich auch kurz angesprochen, nachdem er am Potsdamer Platz gelabert hat. Ich mag den ganz gern, über den wird ein Haufen unsympathisches Zeug erzählt. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt. Aber ich finde sowieso, die Sonne scheint auf alle Menschen. Ich solidarisiere mich mit Liebe und Frieden und bla 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 und bin aufgeschlossen für jeden Menschen und muss nicht Feind sein mit Nazis. Ich solidarisiere mich mit ihren Opfern und bin für Frieden und Gewaltlosigkeit und bla, aber ich grenze auch keine Nazis aus. Aber ich denke auch nicht, dass er ein Nazi ist. Auf was wollte ich hinaus? Sehr genau, da habe ich ein Video gesehen im Zuge meiner Beschäftigung mit der Thematik, da ging es um Russlandkrieg, aber auch um Zinsen mal wieder und bla. Da hat Franz Hörmann, so ein österreichischer Wirtschaftsprofessor oder so, der halt super cool ist mit ja, Finanztheorie oder so, zumindest hatte ich den Eindruck, wurde er dann zum Thema Außerirdische und Aliens befragt. Und ich habe gedacht, oh nein, scheiße, jetzt labert er irgendwas dazu, zu diesem unseriösen Thema, das einfach Bullshit sein muss. Und dann ja, wird das ganze solide Zeug, was er labert, dadurch automatisch befleckt von seinem Scheißgelaber. So wie vielleicht meine Musik von diesem Scheißgelaber. Oder umgekehrt. Und dann ist mir halt aufgefallen, wie ich nicht open-minded gegenüber der Alien-Thematik war. Einfach nur, nehme ich an, weil die Gesellschaft halt nicht open-minded ist und das irgendwie auf mich übergeschwappt ist und ich es gar nicht gemerkt und nicht reflektiert habe. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Natürlich ist es so komplex, dass es nicht so realistisch ist, da wirklich eine ultra fundierte Meinung zuzukriegen, vor allem wenn man sich halt reinfährt, wie bei diesen ganzen komplexen Themen, dass es halt einfach krasse Wissenschaftler gibt von jedem Meinungsspektrum und die sind halt ihr Leben lang in der Materie und können sich halt nicht durchsetzen gegen Leute, die genau das Gegenteil behaupten. Vielleicht beide mit bestem Wissen und Gewissen, schwer zu beurteilen. Ja, aber jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass es halt Konferenzen der verschiedenen Militär, Luftabwehr, bla, von Frankreich, Kanada, bla 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 gibt, die halt alle massiv UFO-Phänomene haben. Und davon weiß man nicht so viel und
generell denkt man sich halt einfach, UFOs halt die Fresse, beziehungsweise das schließt vielleicht keiner aus mit dem außerirdischen Leben, aber diese ganzen Reporte sind dann halt irgendwie haben die Aura der Lächerlichkeit und Wichtigtuerei und Absurdität. Und das ist eine Meisterleistung der Presse. Die ist schon sehr virtuos, aber wenn man halt erstmal in genügend Punkten sich gedacht hat, hey, diese Presse mit ihrem Dingsbums, dann nimmt man sie halt gar nicht mehr ernst und dann ist quasi kritische Masse, Kipppunkt, bla, erreicht der potenziellen Freidenkerfähigkeit. Na gut, ich laber und wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.